Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Alien Isolation, wo wir verfolgt werden von Androiden und Zivilisten und anderen bösen Menschen. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Moment. Karte. Ich muss da durch und ich habe keine Ahnung. Pistole habe ich. Hier komme ich nicht durch. Hallo? Ich erschieße jetzt jeden, der mir über den Haufen läuft. über den Weg läuft. Was ist? Hier ist hier verschlossen. Warum ist hier zu? Piep. Was piepst denn da? Da kommt einer. Alter! Sag mal. Ja, jetzt habe ich eine Errungenschaft freigeschalten. Notwehr. Es war Notwehr. Das habt ihr ganz genau gesehen. Blieb mir keine Wahl. Ich, ab unsere Hallo? Ist Verlass eben verfügbar im Archivsbereich. Haben wir es da? Ja? Unsere Sentinel verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen. Keine lebensechten Eigenschaften. Sie Was nix? Arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert Ihr Leben leben können. Ach. Kiwis. Genial einfach. Einfach. Einfach genial. Nervig. Kiwis sind nervig. Hier komme ich nicht rein. Aufpassen, da kann sich einer verstecken. Hallo? Hallo? Keiner da? Oh, ich bin schon wieder total angespannt. Huch! Ich laufe schon total schräg hier. So. Hallo? Ich komme hier nicht rein. Warum? Da ist doch Bewegung. Hier? Hallo? Da unten läuft einer. Der kommt jetzt aber nicht da, oder? Nein, der läuft weg. Hallo? Hallo? Hochspeichern. Hatten wir schon lange nicht mehr. Was? Da läuft einer. Was ist das denn hier alles? Sieht aus wie Schlafkabinen. Man muss mal eine Runde pennen legen, hä? Komme ich hier rein? Nein. Hier? Nein. Schade. Das wär's gewesen. Inventar ist voll. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Wo schickt denn der mich denn hin? Ach, hier lang. Hallo? Jemand zu Hause? Was ist das? Nix. Eine Tür. Ein Sensor. Inventar ist voll. Kann ich denn irgendwas bauen? Eine MP-Mine könnte ich bauen. Zutaten hätten wir ja alle. Dann bauen wir die mal. Ob die viel bringt, weiß ich auch nicht. Was wir haben wir, ne? Genau. Sagst du auch. Moment, warte mal kurz. Hallo? Ne, hab ich schon. Oh Gott, ich hab bloß noch 9 Schuss. Nicht gut. Gar nicht gut. Hallo?
Wo muss ich hin? Darüber. Du hast auch schon mal besser ausgesehen, Kollege. Huch, wollte ich doch gar nicht. Hebel benutzen. Lalala. War ich hier nicht schon mal? Sieht irgendwie alles gleich aus hier. Huch. Nein, hier war ich noch nicht. Hier ist ein Schacht. Aber der schickt mich irgendwie... Geh doch auf. Der schickt mich aber hier lang. Hä? Geht's hier weiter? Nein, hier geht's doch gar nicht weiter. Was erzählt er denn? Vielleicht gibt's da irgendwo eine Tür? Nein, gibt es nicht. Ja. Ich mag solche Suchereien nicht. Ich geh mal hier rein. Ja, das weiß ich ja schon. Ja, bitte. Das ist ein Kabel. Keine Ahnung. Geh nicht ins Licht. Komm ich denn jetzt hin? Aha, er schickt mich jetzt hier lang. Was? Hallo? Jemand zu Hause? Da draußen läuft einer. Ich soll hier lang, okay. Hä? Ich bin irritiert. Oh, warte mal. Hier ist ein Terminal. Hatten wir ja schon lange nicht mehr so ein Terminal. Was ist dein Plan? Wer es lesen will, Pause drücken. Huch. Freigegeben an alle Einwohner von Seversnabol. Okay, Stilllegung. Audio. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Wo soll ich denn hier lang? Hier lang. Hallo? Oh, der lebt noch. Der lebt noch. Nein, nein, du nicht. Licht. Er hatte helle Augen, der Android, deswegen. Hätte ich mich näher hinbegeben, wäre mich umgedreht so, ne? Hätte er mich geschnappt. So. Hä? Wo bin ich jetzt? Hä? Terminal. Hä?
Na. Gucken wir mal. Beschlagnahmt. Munition. Freigegeben. Audio. Das kenne ich doch irgendwie schon. Waren wir denn schon mal hier? Kommt mir so bekannt vor. Ha. Was ist das? Ui, cool. Oh, schick. Schick, schick, schick. Die Weiten des Weltraums. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Nummer. Ransom Ende. Ja, Waits hat's aber ja anscheinend ja nicht überlebt, ne? Glaube ich. Speichern, Yippie. Aber wir sind doch jetzt wieder im Marshalls Büro. Wo sind denn die ganzen Leute? Hier kann wieder einer hier mal sein Pudding nie essen hier. Hallo? Huch. Es ist doch... Ist das nicht das Büro? Und hier war doch dieser andere Typ drin. Wie hieß denn der? Salomon? Salomon? Aber hier hatte ich nämlich den Flammenwerfer her. Hm, ja. Ladungspack. So. Hallo? Ricardo. Sieht nicht gut aus hier. Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Also ich finde die Animation... Schließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Ohne. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Die Animation von NPCs finde ich sowas von... Bäh. Hätten sie besser machen können. Ach, guck mal, Marshall Waits. Hat nur Schrott dabei. Huch, das wollte ich jetzt nicht. So, lass mich mal raus hier. So, unser Auftrag. Auftrag. Nehmen Sie den Transit. Och nee, nicht schon wieder, oder? Finden Sie... Ah, jetzt müssen wir den Samuels finden. Den Syntheten. Ob der irgendwas machen kann. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da lang. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Was ist das? Nein, nein, nein. Nein, ich folge dir überhaupt nicht. So, komm mal her. Ey, der braucht aber viele Schüsse. Sag mal. Tut mir leid. Aber ihr fühlt ja eh nichts, ihr seid ja nur Androiden. So, jetzt habe ich aber sehr wenig Munition, Leute. Pumpgun auch plus 3 Schuss. Flammenwerfer. Elektroschocker. Ich nehme mal die Pumpgun. Das sind immerhin 3 Schuss. Warte mal. Kurz nachladen. So. Hallo? Wo muss ich denn hin? Da rein. Gehen wir da mal rein. Hallo? Hä? Es piepst schon wieder. Ich kriege jetzt meinen Schrecken, wenn es piepst. Hallo? Hier rein? Nein?
Ach nee, nicht schon wieder einer. Ich würde mal gern was ausprobieren. Pass mal auf. Ich teste mal was. Wir haben ja Elektroschocker. 5 Ladungen. Das müsste doch eigentlich helfen. Jetzt pass mal auf. Achtung. Geht. Sehr schön. Revolvermunition. Wo lang? Da lang. Piepst du schon wieder? Da ist einer. Der läuft aber ziemlich schnell. Oh, 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 oh. Der bleibt jetzt hier tatsächlich stehen, oder? Wir befinden uns heute auf einer Erhöhung. Okay, komm her. Ja, bin ich. Ich mache hier nichts. So geht's auch. Spart man Munition. Sehr gut. Wohin? Ach ja, ich erinnere mich. Transit. Transit. Inventar ist voll. Hallo? Was ist das? Komme ich hier rein? Hallo? Nein, komme ich nicht rein. Schade. Sind wir noch richtig? Jawohl. Jemand zu Hause? Scheint nicht so. Speichern. Jetzt juckt's. Piep. Zack. So. Welchen müssen wir denn nehmen hier überhaupt? SkyMed hier. Ach hier. Genau, den da müssen wir nehmen. Transit rufen. Ich find's beunruhigend, wenn's so ruhig ist. Kommt auch keiner, hä? Nein. Oh, das dauert wieder ewig. Na komm. Schneller! Wir haben doch keine Zeit. Mir fällt auch gerade mal auf, ich könnte mich mal verarzten. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und bevor wir losfahren. Oh. Gut. Pumpkin habe ich. Gut. Los geht's! Errungenschaft freigeschalten. Gefahreneindämmung. Na gut. Oh. So, also, wir sind auf der Suche nach Samuels. Warum auch immer. Ob wir ihn finden? Wo geht's raus? Ich schätze mal hier. Sehr schön. Ich frage mich jetzt nur. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Ich frage mich. Hören Sie mich? Ja. Ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Sixen Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Ah, deswegen. Dann kann er Apollo steuern.
das ist natürlich eine kluge Entscheidung. Ja, genau, richtig. Speichern. Wichtig. Gut. Sehr schön. Hoppala. Ja, ich hätte mal gesagt, das war's wieder für diese Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder einschaltet. Wo wir dann auf der Suche nach Samuel sind. Und ich hoffe, dass wir... Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sevastopol-Transitsystems. Nicht noch auf weitere Androiden treffen. Die sind wirklich sehr nervig. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und tschö mit Ö.